So, hallo, herzlich willkommen zum zweiten Video zu den Lenkachsen. Wir haben das letzte Mal schon mal ein bisschen geguckt, wie man sie einpassen können. Da möchte ich anknüpfen, das heißt, wir starten auch gleich wieder mit der Achse, so wie wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ich lasse euch wieder über die Schulter schauen, das seht ihr am meisten. Hier haben wir wieder unseren Mack, wo wir die Achsen das letzte Mal angepasst haben. Das heißt, wir sind ja von der Breite hier ausgegangen, das heißt, wir haben hier die Spurbreite des Macks übernommen. Weil ich den jetzt noch nicht umbauen möchte, zeige ich euch das wieder an dem anderen Modell. Den stellen wir mal zur Seite. Das hier ist der Kipper. Den habt ihr das letzte Mal schon gesehen. Da haben wir hier geguckt, dass wir die Achsen, wie wir die hier anbringen könnten. Und da habe ich schon gesagt, hier, ich lege hier immer ein Aluprofil einfach drunter. Dann komme ich ein bisschen weiter weg. Meine Achsen sind auch etwas höher in der Baustellenausführung. Deswegen passt es von der Höhe so wunderbar. Ich könnte natürlich auch sagen, ich schraube das direkt hin, bin ich ein bisschen tiefer drin. So, hier habe ich wie gesagt das Profil angeschraubt, das ist von der anderen Seite einfach gekontert und hier habe ich jetzt angebohrt. Das heißt, hier kann ich die Schrauben einfach mit versenken. Die Muttern müssen wir rausmachen, sonst sind wir dann doch zu hoch. Und ja, an der Achse selber habe ich jetzt seit dem letzten Mal nicht wirklich was geändert. Ich habe die Reifen drauf geschraubt mit Stoppmuttern von außen und habe die Anlenkung für den Servo noch fertig gemacht, damit wir das jetzt auch gleich anschließen können. Das war jetzt kein großer Akt. Wie gesagt, das Profil einbauen und fertig. So. So. Das heißt, hier habe ich ja vorgebohrt und zwar habe ich die Löcher im Endeffekt ausgemossen, relativ grob, habe mich daran orientiert dann und habe das dann aufgelegt und habe direkt durch die Achse durch angebohrt und dann auch kurz weggelegt, durchgebohrt, Gewinde reingeschnitten und fertig. Die Achse ist jetzt angeschraubt. Hier den Servoarm, den habe ich schon gemacht, richte ein bisschen aus. Bevor ich den jetzt einstecke, sieht man hier nochmal den Lenkeinschlag. Je nachdem, wie ich das haben möchte, ich hätte es jetzt auch ein bisschen kürzer machen können, bin ich auch am Überlegen, ob ich noch ein bisschen reingehe. Momentan bin ich hier einer Flucht, aber die Brudersachen sind nicht dafür vorgesehen, dass da ein Lenkgestell reinkommt. Natürlich habe ich hier innen drin ein bisschen ausgedremelt, hier vorne auch, weil ich einfach gerne einen höheren Lenkeinschlag habe. Sieht man von schräg oben nachher gar nicht mehr, zeige ich euch auch. Ist aber jedem selber überlassen. Also ihr müsst da nichts wegmachen. Mir geht es eigentlich nur darum, ich will sauber um die Kurven kommen und auch wenn es mal eng wird, richtig gut fahren können. Deswegen habe ich das so gemacht. Hinten die Schürzen habe ich weggemacht, einfach aus dem Hintergrund, dass hier A, vorher andere Achsen drin waren und es nicht anders ging. Und B, weil ich hier hinten nachher so Gummilappen reinmache. So, ich richte sie jetzt mal aus. Wie gesagt, Lenkeinschlag ist der Wahnsinn. Und ich weiß, jetzt kommen dann die Fragen. Meine Achse ist starr, weil ich hinten ein Pendelgelenk drin habe. Wird mir sonst zu weich. Hier kann ich natürlich alles andere machen. Ich habe mir jetzt auch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe ja auch schon andere Sachen mal gebaut. Das heißt, eine Möglichkeit ist, dass ich natürlich sage, ich mache jetzt hier unten unter das Blech hier zwischen rein Federn. Schraub es also nicht direkt hin, sondern lasse es nur ein bisschen Luft, mache hier kein Gewinde rein, sondern auf die andere Seite eine Mutter, habe auf beiden Seiten Federn, geht also sehr gut. Habe ich dann mit vier Einzelfedern gestützt. Was ich auch schon gemacht habe, ist das hier ein Blech. Diese Stärke passt übrigens genau hier rein. In der Länge, die ich hier brauche, kann ich also hier einklicken, dann bin ich auch echt gerad. Das hier unten rein in der Länge und von unten her zwei Federn, links und rechts, oben drüber das Teil hier festschrauben und das Ganze dann nicht auf die Konterplatte schrauben, sondern eben ohne diese Schrauben fixieren, also dann nur noch das Gelenk an sich und nicht mehr am Modell und dann fährt er auf den zwei Federn. Ich habe in meiner Kruschelkiste noch ein bisschen gekramt, weil ich weiß, dass natürlich viele Leute auch gerne die Blattfedern verwenden. Das heißt,
wenn ich sage, ich mache jetzt hier mal auf. Wir sind hier relativ weit weg. Aber auch diese Blattfedern, die würden hier genau reinpassen. Hier sind sogar die Löcher, passen hier exakt darauf. Kann ich also auch Blattfedern einbauen. Hätte ich jetzt auch kein Problem. Das heißt, ich könnte auch diese Schrauben wegmachen, könnte den ganzen Träger mit Blattfedern befestigen. Dann habe ich das auch. Ja? Also, der Kreativität sind bei der Achse wirklich keine Grenzen gesetzt. Wir sind frei von der Breite, wir sind frei von der Anlenkung hier. Und wir können eigentlich machen, was wir wollen. Gefedert, starr, mit Einzelfedern. Wir können auch einen Schaumstoff unten reinklemmen, damit es ein bisschen weicher wird, wie wir das haben wollen. So, warum baue ich die Karosserie runter? Es war auch die Frage, sind die Dinge überhaupt stabil? Habe ich mich auch gefragt. Klar. Und ich bin jemand, ich könnte das jetzt nicht berechnen, bin kein Ingenieur. Deswegen, ja, jetzt tun wir mal den Servo noch festmachen. Und dann würde ich sagen, dann testen wir das einfach. Natürlich. Mal schön festdrehen. So. Also hier Belastung. Man muss sich natürlich auch mal überlegen, das war jetzt meine erste Frage, halten die viel aus? Hier vorne sitzt die Kabine drauf. Wie viel Belastung will ich denn auf diesem Achsgelenk? Also ich weiß jetzt nicht, wie schwer eure Fahrer sind, die ihr in die Kabine einsetzt, oder wie schwer euer Equip ist, was ihr da reinbaut. Bei mir ist in der Kabine nicht so viel drin. Ja? Also die Hauptlast sitzt, wie halt bei einem Kipper üblich, deswegen hat er auch hinten zwei Räder, hinten drauf und nicht vorne. Aber nichtsdestotrotz fand ich eine sehr tolle Idee, dass ich angeschrieben wurde, die Achsen als Lenkachsen für einen Tieflader zu verwenden. Und dann dachte ich mir, okay, da kommt dann vielleicht doch ein bisschen mehr Ballast drauf. So, deswegen werden wir das mal testen und dazu bauen wir nochmal schnell um. So, kommen wir im wahrsten Sinne des Wortes auf den Boden der Tatsachen zurück. Hier ist unser Modell. Hier ist die Lenkachse. Technisch gesehen würde hinten das Gewicht drauf kommen und ich habe mich gefragt, was könnten wir hier machen, und wir kommen jetzt tatsächlich mal in diese Kategorie Materialschinderei. Ja, das heißt, Lenkservo ist angeschlossen, ich habe hier hinten einen Akku, machen wir die Fernbedienung hier drüben an und dann würde ich sagen, dann fahren wir das Ding hier einfach mal Probe, lasst euch an der katastrophalen Elektrik noch nicht so stören, ist ja noch nicht final. So. Schauen wir mal, Fernbedienung. Okay. Keine Kunst ohne Aufbau, oder? So, jetzt fangen wir mal an und schinden mal etwas. Das ist 9x1 Liter, die sind alle voll. Mit Kasten 10,8 Kilo. Jetzt 10,8 Kilo einmal auf das Modell. So, nachdem es ja nur Plastikachsen sind, schmächtig, instabil, geht die Luft ab. Weiß ich nicht, was ihr so auf eure Kipper drauf ladet. 10,8 Kilo ist eine Hausnummer, also zumindest bei mir auf dem Parcours habe ich jetzt damit weniger Probleme. Und wie gesagt, jetzt sind wir sogar noch relativ weit vorne mit dem Gewicht. Ja, also wenn ihr mehr drauf laden wollt, ich weiß es nicht, ich kann es auch mal mit der zweiten Kiste probieren. Mehr als schief gehen kann es nicht, aber ich glaube mal 10,8 Kilo sind erstmal was, wo ich sage, da kann ich zufrieden sein. Ja? Nächstes Thema. So, die nächste Frage war, ist denn das realistisch, dass er so einen kleinen Wendekreis fahren kann, und muss er das? Also bei mir kann der Wendekreis nicht klein genug sein, weil so groß sind die Parcours in der Regel nicht, auf denen ich fahre. Das heißt, ich muss auch mal eng auf einer Baustelle um die Ecke kommen. Und ja,
Ich habe das jetzt einfach mal versuchsweise aufgebaut, dass wir mal gucken können, wie groß ist denn der Wendekreis überhaupt. Das Modell steht hier an der Seite, das heißt, wir fahren jetzt einfach mal einen Kreis, wenn der Platz reicht. Einmal überschiebt er etwas, weil noch kein Gewicht drauf ist. Das zweite ist, der Boden ist natürlich glatt und wir haben immer noch, möchte ich mal betonen, wir fahren immer noch mit Bruderbereifung, einfach durchgebohrt mit Hülse. Ich stecke jetzt mal hier so den Akku aus und jetzt messen wir das einfach mal aus, was wir hier gefahren sind. Wir sind hier an der Kante gestartet und sind ungefähr bis zum Teppich gefahren. So, schauen wir mal. Das heißt, das sind 1,60 Meter. 1,60 Meter Durchmesser für unseren Kreis, den wir brauchen. Was sind 1,60 Meter? Ich habe es umgerechnet. 1,60 Meter sind in Maßstab 1 zu 16 25 Meter Lenkradius. Bedeutet, ein gleiches Fahrzeug würde 25 Meter Wendekreis haben. Ich habe mal ein bisschen geguckt, das haben die nicht. Das haben die wirklich nicht. Das heißt, ich habe ein Datenblatt gefunden von einem Mercedes Arox. Der hat einen Wendekreis von 22 Meter. Von dem her muss ich sagen, bin ich immer noch schlechter. Da muss ich vielleicht doch nochmal nacharbeiten. Ansonsten, wenn ihr nochmal Fragen habt, wenn ich nochmal was anderes ausprobieren soll oder wenn ihr die Achsen haben wollt und selber etwas testen wollt, schreibt mich einfach an. Bis zum nächsten Mal.